Nach 5 ergebnislosen Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag und auch ersten Warnstreiks in der Brauindustrie rufen die Gewerkschaften ab Sonntagabend zu einem 24-stündigen Streik auf. Ihr Beginn ist für Beschäftigte im Schichtdienst und zwar am Sonntag um 22 Uhr, hieß es in einer Aussendung, und für alle anderen startet dann der Streik am Montag. Also abgewendet werden könne der Streik nur durch ein brauchbares Angebot, so die Arbeitnehmervertreter. Das letzte Angebot der Arbeitgeber lag ja bei 7%. Verlangt werde aber 11% mehr Lohn und Gehalt. Und am Freitag wurde ja zuletzt 11 Stunden ergebnislos verhandelt. Die Gewerkschaften, die seien aber weiter gesprächsbereit, das hat man betont. Und Ende November haben ja bereits auch an einigen Standorten Warnstreiks stattgefunden.